Hallo zu einem Let's View und zum Thema Resident Evil. Ich habe hier Artbooks und Bücher aus Japan, die ich mit euch mal genau anschauen möchte. Ich kann kein Japanisch, deswegen kommentiere ich nur das, was ich sehe. Und anfangen tue ich mit Biohazard's Umbrella Chronicles, ein Buch, was zum Wii-Spiel damals rausgekommen ist. Inzwischen gibt es auch eine Upgrade-Version, ich glaube auch für PlayStation 4. Auf jeden Fall ein interessanter Railgun-Shooter, kann man so sagen. Ein bisschen mit abgedateter Grafik. Und wir schauen uns dieses Buch jetzt einmal an. Biohazard's Umbrella Chronicles, Art of Arts. Dieses Artbook zu dem ja, damals Wii-Spiel, The Umbrella Chronicles, diesem Wii-Shooter. Ja, in Japan gab es dieses wunderbare Artbook. Ich musste mir es kaufen. Rebecca Chambers vorne drauf. Richtig cooles, emotionales Bild. Echt toll. Hier war auch eine so eine Banderole drum. Das war dafür gedacht, das Buch war eingeschweißt, damit der Kunde sozusagen weiß, was beinhaltet das Buch. Und dann seht ihr auch hier hinten ein paar Auszüge aus dem Buch und ja, Informationen, worum es darin geht. So, das legen wir zur Seite, denn wir wollen uns um dieses wunderschöne Artbook kümmern. Ja, ich habe es mir damals zugelegt. Das ist ein schönes Sammelstück. Hier können wir sehen, das ist auch so ein Umschlag drum. Da wollen wir mal gucken, was der Umschlag da drunter präsentiert. Auch eine Rebecca Chambers. Eben halt ein bisschen anders, ein bisschen edler wirkt diese Schrift jetzt hier. Aber auch das Artwork kommt in Schwarz-Weiß wunderbar rüber. Wollen wir aber wieder zurück. So. Kurz hochkant, damit ich es machen kann. Ich versuche es gut zu blättern. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich es nicht komplett aufbrechen möchte. Ich habe Angst, dass es kaputt geht. Ihr seht, Japanisch, aber auch Erklärung. Es ist hier wohl eine Information oder ein Interview mit dem Producer Masashika Kawata. Und da im Hintergrund haben wir Artworks von den Figuren. Da haben wir eine Spinne, eine Spider, eine Ivy, den Gorilla aus Zero, Zombie, alles im Hintergrund. So, Art of Arts, hier so eine Übersicht. Interessant eben, wie Japanisch und Englisch kombiniert wird. Hier sehr viel Englisch jetzt in den Inhaltsangaben, welche Punkte da sind, wer zu Wort kommt. Wir sehen eine Menge Interviews von den Machern, auch von den Musikkomponisten. Ja, lesen kann ich es leider nicht. Und hier steht sogar eben halt Resident Evil with the Umbrella und Raccoon City. Hier wird Resident Evil richtig erwähnt, obwohl es ein Biohazard-Buch ist. In Englisch ist es nicht erschienen, vielleicht war es mal geplant. Ja, so und hier haben wir Record of Umbrella. Und dann gucken wir uns doch mal an. Ja, hier haben wir schöne Zeichnungen oder so als ob Notizen geblieben sind. Ich sehe hier zum Beispiel eine Zeichnung vom Herrenhaus bei der Karte. Hier vom Tyrant Herz vermute ich mal. Also die Veränderung von so einem Zombie. Diagramme, irgendwelche Briefe, die man gefunden hat, wie das Gehirn sich verändert. Rechts haben wir Albert Wesker. Da wird als Charakter wahrscheinlich vorgeführt. Also hier ist Glossar, also Erklärung von bestimmten Worten. Ja. Dann wollen wir mal weiter gucken. Hier haben wir die chronologische. Die Zeitlinie wird erklärt, wann ist wann was passiert. Schön untermalt mit tollen Motiven aus den Spielen. Auch hier nochmal ein interessantes, cooles Artwork mit Carlos und mit Jill. Weil, in diesem Fall wurden sie ja ein bisschen überarbeitet für die Zwischensequenzen. Das heißt, erstmals haben wir sie ein bisschen besser auflösend zu sehen bekommen nach der PlayStation 2 Zeit. Hatte auch ein paar exklusive Geschichtsteile drin, das Spiel. Also es lohnt sich auf jeden Fall, der Fan sollte spielen. Ja, hier so, wer zu wem steht, den Figuren. Auch in Japan immer sehr wichtig, welcher Charakter steht zu wem. Welches Verhältnis zu haben, sieht hier auch Leon und Ada. In dem Sinne Wesker und Co. Also hier ist so ein bisschen auf die Stars-Gruppe und wer wo. Ja, die ganzen Kombinationen, nicht schlecht. Ja, so, was haben wir dann als weiter? Hier eine Raccoon City Map, und hoffentlich sehen, wo verschiedene Orte sind, wie der St. Michael's Tower, Raccoon Hospital, Raccoon Park, das Police Department, was hier vorne ist, wie die Straßen heißen, richtig cool gemacht. Ja, und dann haben wir die Stories. Da werden die einzelnen Stories
von diesem V-Shooter, dem Railgun-Shooter, ja, gezeigt. Ja, dann haben wir ein paar Motive, hier haben wir ein Bild vom Herrenhaus. Und es wird dann ein bisschen die Geschichte auch zusammengefasst. Genauso hier, Raccoon City. Und dann haben wir von den Zwischensequenzen einige, ja, Bilder. Ein bisschen klein jetzt hier. Dann kommt hier der, der die Zwischensequenzen gemacht hat, der Macher zu Wort. Und hier geht es schon weiter mit den Charakteren. Ja, Rebecca Chambers, tolle Artworks. Chris Redfield. Always, ja, sexy Jill Valentine. In ihrem 3-Outfit. Richtig cool. Und dann hier von Umbrella's End vom letzten Kapitel. Das Kostüm. So, da haben wir Richard Aiken, Billy Cohen, Carlos Oliveira, Vera, Hank, Ada Wong. Auch sehr cool, die Geschichte wird ja weiter erzählt, wie sie entkommen ist, schwer verletzt und landet in dem Hotel, wo sie dann ihre Hakenwaffe oder Enterhakenwaffe bekommt, die sie auch in Resident Evil 4 hat. Und dieses Hotel ist zum Beispiel in Outbreak aufgetaucht. Auch ein unterschätztes Spiel, auch für einen, ja, gerne ein Remake in aktueller Art. Wäre gut möglich. So. Trotzdem ist sie immer, egal wie zerrissen die Klamotten sind, sie zeigt mir Stärke. So, hier haben wir einen der neuen Charaktere, Sergei Vladimir, Ivan, diese Tyrants, die er bei sich hat. Russische Tyrants, kann man ja fast sagen. So, hier ist nochmal was über den Charakterdesigner. Und dann kommt es schon zu den Creatures, den Kreaturen. Zombies dürfen natürlich nicht fehlen. Ja, hier haben wir den Licker, Chimera, Eliminator, diesen Affen, den Hunter, die Ivy-Pflanze. John, die Spitlange, Plan 42, Gravedigger, diesen Wurm, der so ein bisschen auch was hat von dem Dune-Wurm, finde ich. Ich hoffe, ich könnte sehen. Es ist leider etwas dunkel, alles diese Artworks, muss ich sagen. Ne? Large Roach, die Kakerlaken, kleine Schlangen, Cerberus, der Hund, die Fledermaus, die Wespe, die Krähe. Alles eben halt im Schwarz-Weiß. Man kann es nicht wirklich richtig gut sehen, aber. Schade, aber was soll's. Ja, einer der interessantesten und doch seltsamsten Figuren, Lisa Trevor, hat ja auch einen Auftritt. Dann haben wir noch die Black Tiger Spinne, die Webspinne, Baby Spiders, die schleimigen Würmer, die Leeches, die Blutegel, dann den Markus als Mimikry-Kreatur, die Queen Leech. Hier so ein Queen Leech, ja, als diese riesen Blutegel, kann man sagen. Stinger, den Skorpion und Neptun, den weißen Zombie-Hai. Und dann natürlich die wichtigsten Figuren, Stars, Gegner, Nemesis, T-Type. Auch hier ein geniales, klassisches Artwork. Dann haben wir den normalen Tyrant, den Tyrant Reborn, den Proto-Tyrant. Ivan, die unterscheidbar waren nur mit den beiden farbigen Visoren. Den Talos, eine Mischung aus Roboter und ja, Monster, organisches Monster. Auch nochmal eine Talos-Variante. Auch einer der Gegner, die exklusiv in dem Spiel waren. So, und hier haben wir das Sergei-Monster, also Sergei, der mutierte. So, hier haben wir nochmal den Komponisten zu Wort. Auch ein genialer Soundtrack, sehr actionreich. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr den habt. Hört euch den an. Sogar hier das Tracklisting. Das ist sehr informativ, das Buch, weil es das Gesamte umfasst. Ja, dann haben wir die Artworks. Und dann, ja, hier seht ihr sogar so eine Art Bestellzettel noch. Den nehme ich mal weg. Brauchen wir nicht mehr. So, zur Seite gelegt. Und dann sehen wir hier Jill Valentine. Auch schöne Zeichnungen, auch wo man mit an dem Kostüm gearbeitet hat, oder auch hier Chris Redfield, verschiedene Kostüme. Ada Wong, Sergei. Noch verschiedene, die Monster-Versionen. Es ist gerade jetzt
Umbrella's End, wo viel Neues kam, sind natürlich die Charaktere auch neu designt worden. Hier seht ihr auch Talos in verschiedenen Stufen, wie er aussehen sollte. Auch sehr viele Varianten. Richtig interessant. Auch richtig coole Zeichnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Robert Wesker, immer cool mit seinem Mantel. Ja, hier das schöne Rebecca Artwork rechts. Chris und Jill aus Umbrella's End Kostüm. Und hier haben wir auch nochmal Sergei und Wesker. Und hier kommt weiter CG Artist Satoru Ueda, der auch an den Animationsfilmen beteiligt ist. Hier sehen wir auch Covers von der Wii-Version, richtig cool. Ja, und hier sehen wir Locations Designs, auch richtig cool gemacht, wie sie sein sollten. Immer das Umbrella-Logo eingeflochten und ja. So sehen wir, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Selbst für diesen neuen Spieleteil wurde sehr viel Konzeptarts reingesteckt. Richtig cool sehen die aus. Auch sehr vielseitig. Hier sehen wir auch so einen Leichensack und ja, verschiedenen Ortschaften. Interessant ist ja auch, dass dieser Lasertunnel eingeführt wurde hier in dem Spiel, der aus dem ersten Resident Evil Animationsfilm stammte. Eines der wenigen Teile, die sehr beliebt sind. Ähnlich wie die Ampullen, die dieses gedrehte, ja, diese DNA-Schnur sozusagen drin haben. Richtig cool. Ja, hier das ganze Equipment. Wesker Artwork. Auch hier nur, wo seine Brille liegt, vor diesem, sieht einfach nur geil aus. Sagt schon alles aus. Rebecca, die Richard Verletzten pflegt. Wesker, wie er dem Haus entkommt. Leon, der um Ada trauert. Ada in einem echt hübschen Kleid, das nicht mal nicht rot ist, aber sieht richtig cool aus. Hank, ja, hier die Umbrella-Werbung da von Nothing is Impossible. Ja, und dann haben wir hier schon die verschiedenen Designs wieder drin. Das finde ich auch immer klasse in diesen Büchern. Die zeigen wirklich, was alles da war. Von denen, hier haben wir die Version mit so einer Pistole und auch wie die Aufsteller und die Halterung aussahen. Hier die Covers, so ein Doppelcover oder so ein Banner, so ein Werbebanner. Hier haben wir die verschiedenen Cover. Hier sehen wir auch Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Jetzt hier. Oder war es die Darkseid Chronicles? Ja, auf jeden Fall haben wir das hier. Umbrella Chronicles, der Soundtrack da oben. Ja, ist doch der Umbrella Chronicles, erster Teil gewesen, nicht Darkseid Chronicles. Ich hab's verwechselt. Egal. Hier haben wir nochmal die Macher. Fotografiert. Ja, hier auch. Kommen Sie zu Wort, Interviews und Informationen. Kann ich nicht lesen, kann ich euch nichts zu sagen. Die Credits. Und hier seht ihr auch nochmal so ein Zombie als Rückseite. Und hier wird ein weiteres Buch vorgeschlagen. Auch das habe ich in einem Let's View besprochen. Wenn er schon draußen ist, ist er hier in dem Sinne verlinkt. So, das Umbrella-Logo als letzte Seite. Ja. Ups, und das soll es gewesen sein. Biohazard's Umbrella Chronicles. Art of Arts. Das soll es mit dem Resident Evil Let's View gewesen sein. Schaut euch auch die anderen Let's Views dieser Bücher an. Ansonsten freue ich mich über ein Like, ein Kommentar und ja, Abo auch natürlich. Aber vor allem den Kommentar. Sagt mir, was ihr von den Büchern haltet. Was hat euch gefallen? Welches war euer Highlight? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.